Hallo meine Lieben, es ist wieder Sonntag und ich habe gedacht, wir könnten noch mal einen kleinen Sonntagsplausch machen. Und ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mit euch besprechen möchte. Und dann legen wir doch einfach mal los. Das allererste, was ich euch fragen wollte, war, ich habe natürlich Kürbisse auf meinem Acker und ich würde gerne verschiedene Sachen damit machen. Es sind Hokkaido-Kürbisse und ich muss sagen, ich bin nicht der größte Kürbis-Fan. Dennoch möchte ich sie natürlich nicht einfach da verrotten lassen. Habt ihr Rezeptideen? Wenn ja, bitte alle in die Infobox, auch vielleicht für eine tolle Kürbissuppe. Ich bin kein Fan von Ingwer. Also Ingwer-Kürbissuppe ist leider absolut nicht meins. Ich weiß, das ist so ein bisschen der Klassiker, aber ja, nee, ist nicht meins. Ja, mir fällt irgendwie nichts ein, was ich groß mit Kürbissen machen könnte. Ich meine, es gibt schon Kuchen, es gibt Muffins und solche Sachen, aber schmeckt das? Habt ihr das schon mal probiert? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen so ist wie mit den Zucchinis, dass man die wahrscheinlich dann, den Geschmack von Kürbis überhaupt nicht wirklich schmeckt, sondern dass das eben einfach nur ein bisschen mehr Feuchtigkeit gibt, aber I don't know. Genauso so eine Kürbispie, also heißt das so? Also wo ihr so eine Füllung habt, habe ich noch nie probiert. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das schmeckt. Ich kenne Kürbis halt nur als etwas Herzhaftes, wie jetzt beispielsweise Kürbissuppe oder im Ofen und ja. Also, ich bin da wirklich komplett offen für alle eure Vorschläge und nehme sie, wie sagt man denn da? Ich nehme sie gerne an, genau. Und ja, immer her damit. Ja, vorhin hat mich eine Freundin angerufen vom Acker, die war vorhin kurz dort und hat erzählt, ihr Kürbis wurde geklaut. Das ist so eine Sache, finde ich sehr, sehr scheiße, um ehrlich zu sein. Ich hatte euch ja schon neulich mal erzählt, dass Kürbisse geklaut wurden, diese Hokkaido-Kürbisse. Aber das war wirklich so ein Brummer, ne? Das war ein richtig schöner, runder, perfekter Halloween-Kürbis. Und also der sah einfach perfekt aus. Ja, und der wurde geklaut. Ich frage mich ja auch, wie das passieren konnte, weil irgendwie, das Ding ist ja schwer. Da muss ja jemand wirklich mit der Intention hingegangen sein, ich nehme diesen Kürbis mit, ich schaue, dass niemand kommt. Und ja, aber da kann man sich ja irgendwie auch nicht sicher sein. Und, ach, ich weiß nicht, ich finde das echt schade. Ja, da wartet man so lange, gerade bei so einem Monsterkürbis, bis der so aussieht, wie er aussieht, und dann ist er weg. Finde ich echt scheiße. Aber ja, was soll man machen? Manche Leute verstehe ich einfach nicht. Genau, ich wollte noch was ausprobieren. Das habe ich jetzt fast vergessen. Das wollte ich ehrlich zu Anfang machen. Wie ihr sehen könnt, bin ich ungeschminkt. Ich möchte aber meine neue Wimperntusche ausprobieren. Und zwar ist das diese, wie heißt die? Supreme Lash von Manhattan. Und ich habe meine Wimpern schon gebogen. Suche mir jetzt gerade noch meinen Spiegel, der irgendwie anscheinend verschollen ist. Okay, dann nehme ich mir hier die Palette einfach mal. Und ich werde jetzt meine Wimpern damit tuschen. Und wir werden einfach mal gucken, wie die so ist, weil mit Arganöl, das soll ja wahrscheinlich total pflegend sein. Ne? Who knows? Aber was steht denn da noch drauf? Clump-free, volume and care with argan oil. Und auf der Rückseite, ach, gar nichts. Okay. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Es ist halt dieses Monsterbürstchen. Und ich weiß noch gar nicht genau, ob ich damit zurechtkomme. Ja, doch, bis jetzt geht's. Ich habe hier immer noch diese Schutzfolie drauf. Ich mache die einfach mal eben weg. Weil es ist etwas schwierig, sich sonst die Wimpern zu tuschen. Come on, Folie. Liebt jemand vielleicht das Geräusch? Ich habe neulich ein Video gesehen, da meinte die Person, oh, das ist das beste Geräusch ever. Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so viel bei finden. So, also wir haben eine Schicht gemacht. Ich mache jetzt einfach nochmal eine Schicht drüber, weil Clump-free bedeutet für mich, dass sie nicht klumpt, wenn man mehrere Schichten macht. Ich habe natürlich jetzt schon was oben auf dem Lid. Weiß ich jetzt nicht, ob mir das so gut gefällt. Bräuchte ich jetzt wieder ein Wattestäbchen, aber wir machen das trotzdem mal weiter. Also ignoriert den Patzer oben auf meinem Lid. Ansonsten, ja, Ich bin jetzt nicht absolut begeistert, muss ich sagen. Ich mache mal eben das andere Auge noch. Aber sie war ja umsonst. Ach so, dieses Bürstchen ist eben so biegsam. Falls das irgendwie relevant für jemanden ist. Machen wir die andere Seite noch. Wir machen noch eine Schicht.
So, also First Impression. Also ich bin nicht begeistert von ihr, muss ich ehrlich sagen. Ja, sie ist nicht schlecht. Ich werde sie auf jeden Fall benutzen, wenn mal nichts anderes zur Hand ist oder so. Aber ja, wird nicht meine Lieblingsmascara. Ich werde jetzt mal versuchen, das Ding hier oben irgendwie zu entfernen. Sie ist ja nicht waterproof. Dann sollte das doch eigentlich funktionieren. Ja, was soll's. Also, ich komme mal ein bisschen näher, um euch die nochmal zu zeigen. Das ist die Mascara. Nicht empfehlenswert für mich, aber ja, sie ist halt jetzt da. So, das wollte ich eben nochmal kurz gesagt, ausprobiert haben. Und haben wir getan, ne? Sehr schön. Dann wollte ich noch kurz was sagen zu meiner Halloween-Reihe. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich da, ich glaube, am 22. mit beginne. Ich habe das jetzt etwas geändert. Und zwar werde ich schon früher damit beginnen. Mein erstes Video wird am Montag kommen, weil, ja, und ich werde das eben ein bisschen so breiter, nein, ausbreiten. Oh Gott. Ich wollte ja ursprünglich jeden Tag ein Video in einer Woche posten, aber das ist so spät und irgendwie jeder postet schon seine Halloween-Videos und ich denke mir so, Mann, ich habe manche schon vor mittlerweile 1,5, 2 Wochen oder so gedreht und ja, ich möchte sie eigentlich endlich hochladen und ich möchte wissen, wie sie euch gefallen und so. Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen gespannt, weil ja, das sind ein paar Sachen dabei, die ich eben jetzt so noch nie gemacht habe hier bei YouTube. Und deswegen fange ich eben jetzt schon am Montag an und ihr werdet natürlich bei Instagram immer informiert, wenn ein neues Video online ist. Und wer mir nicht bei Instagram folgt, der muss halt einfach gucken, sobald ein neues Video in der Playlist ist. Und ja, wie gesagt, Montag ist der erste Tag und ich bin echt super gespannt auf eure Reaktion. Ja, das wollte ich noch zu Halloween sagen. Ich habe eben auch schon ein anderes Video, ein neues Video gerade dazu gedreht und ja, ich finde es sehr schön geworden. Ich würde es am liebsten jetzt schon bei Instagram posten, aber es geht natürlich nicht und es ist so, oh Mann! Eigentlich jedes Bild so für meine Halloween-Reihe würde ich gerne schon jetzt gepostet haben, aber ja, Geduld, Geduld. An uns beide, also an dich und an mich in dem Fall. Ach so, ich habe öfter Nägel übrigens, Essie Style Cartel, dieses wunderschöne Blau. I like it very much. Ja. Mag ich wirklich gern. Das ist ein richtig schönes Nachtblau. Das Einzige, was ich sagen muss, ich weiß gar nicht, wo ich euch das am besten zeige. Hier vielleicht. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Vielleicht könnt ihr es auch nicht sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob scharf ist. Der hat Schlägchen hier geblasen. Bläschen geschlagen hier. Weiß ich nicht warum. Das sieht man normal eigentlich nicht so oft. Aber irgendwie. Naja. Also, Bläschen hat er geschlagen. Aber ansonsten finde ich die Farbe sehr schön. An der Hand hat er das auch nicht getan. Ich weiß gar nicht, was ich euch eigentlich jetzt gerade sagen wollte. Wo war ich denn dran am Erzählen? Ach ja, ich habe ein neues Video gerade eben gedreht, ja. Ja, das ist sehr schön. Und eventuell wird es zu diesem Video noch eine Fortsetzung geben, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Aber ja, ich rede jetzt hier und ihr wisst überhaupt nicht, wovon ich rede. Wenn ihr das Video dann gesehen habt, wisst ihr, glaube ich, hoffentlich, wovon ich rede. Und eventuell kriegt ihr noch ein zweites Video dazu. Ja, ich bin total happy heute, weil die Sonne scheint und es hat 25 Grad, Leute. Das ist der Wahnsinn. Ich sitze hier im T-Shirt und ja, es ist schön. Ich glaube, ich gehe gleich auch noch ein bisschen auf den Acker, weil ich weiß nicht, das Wetter muss man einfach ausnutzen und dann die Woche über kann ich ja wieder kaum. Wann wird denn eigentlich die Uhr umgestellt? Das ist jetzt auch schon bald, ne? Dann wird es nämlich noch schwieriger, nach dem Acker auf den, nee, nach der Arbeit auf den Acker zu gehen, weil es ja dann schon 4:30 ist und dann ist es ja schon dunkel. Sehr deprimierend. Ich weiß nicht, ich kann das nicht leiden, wenn es so dunkel wird. Es gibt ja wirklich Menschen, die finden das toll. Aber ich nicht. Ich gehöre absolut nicht dazu. Ich freue mich schon, wenn dann langsam die Tage wieder länger werden und nee. Das finde ich das ist komplett unnötig, wirklich. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Ich habe Hunger. Ich bin die ganze Zeit schon überlegen, ob ich mir was bestellen soll, weil irgendwie nicht wirklich was da ist.
Eventuell mache ich Kürbissuppe, aber oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich auch keine Lust. Schauen wir mal einfach. Ja, ich wollte noch mit euch über Fanfiction reden. Ja, ich habe ja neulich ein Bild gepostet gehabt bei Instagram dazu, dass ich da irgendwie ein bisschen drauf hängen geblieben bin. Und ja, das bin ich wirklich. Ich weiß gar nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin. Die Seite heißt auf jeden Fall www.fanfiction.net. Das werde ich euch einfach mal in die Infobox packen, weil vielleicht interessiert es ja jemand von euch. Ich habe zum Beispiel die liebe Lisa Beauty von Instagram auch dazu angefixt. Irgendwie ist sie, glaube ich, auch ein bisschen jetzt am Suchten. Sorry dafür. Aber ja, es ist einfach irgendwie cool. Ich kenne Fanfiction noch nicht sonderlich lang, vielleicht jetzt so mittlerweile seit einem Jahr. Und damals habe ich, obwohl sind bestimmt schon 2 Jahre. Wie lange ist denn das her? Ich weiß, ich habe dann danach gesucht gehabt, oder ich weiß nicht, darauf bin ich halt. Leute, ich fange einfach nochmal von vorne an. Ich werde jetzt versuchen, das Video einfach überhaupt nicht zu schneiden, weil ist mir irgendwie zu aufwendig. Nochmal von vorne. Als der vorletzte Teil von Twilight rauskam, glaube ich, war das, da bin ich irgendwie auf Fanfiction gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Auf jeden Fall bin ich da auf Fanfiction gestoßen und habe da halt so ein bisschen Twilight-Sachen gelesen und dann als der letzte Teil rauskam, eben auch. Und ja, liebe Patricia, es ist nicht peinlich. Ich habe natürlich auch genau solche Geschichten gelesen. Irgendwie schnulzige Liebesgeschichten. Und ja, so bin ich auf Fanfiction gekommen. Vielleicht noch kurz, was Fanfiction ist. Ja, wie erkläre ich euch das jetzt am besten? Eine Geschichte dort veröffentlichen. Und ja, dafür muss man wahrscheinlich dann angemeldet sein, nehme ich an. Und ja, kann dann eben seine Geschichte schreiben. Das Besondere daran ist eben, dass ihr nicht nur, dass ihr da überhaupt nicht eingeschränkt seid, sag ich mal. Ihr könnt entweder eine Szene aus einem Buch, aus einem Film, aus einer Serie, aus einem Anime, ich weiß es nicht, aus allem, was ihr euch vorstellen könnt, entweder mehr ausführen und eben Sachen erzählen, die ihr persönlich vielleicht vermisst habt an der Stelle. Oder aber ihr könnt Charaktere aus den Büchern, Serien, Filmen, tralala, nehmen und einfach in eine andere Situation stecken. Ihr könnt sie in eine andere Zeit schicken. Ihr könnt sie auch in eine andere Geschichte reinfügen, was ich persönlich jetzt irgendwie meistens nicht so interessant finde. Zum Beispiel habt ihr dann Twilight in Hogwarts, ja, mit Harry Potter und weiß ich nicht. Aber es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Und es sind auch nicht so, wie man sich das jetzt vielleicht denken würde, nur kleine Mädels, die da irgendwie Geschichten schreiben, sondern es gibt alle möglichen Leute, die da eben Geschichten schreiben. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene, wie soll ich das sagen, verschiedene Arten, wie jemand eine Geschichte schreibt. Natürlich gibt es auch Sachen, die was mit Sex zu tun haben, aber es gibt auch Sachen, die eben einfach nur romantisch sind und ja, Teenie verliebt sein, weiß ich nicht. Es gibt aber auch Geschichten, die eben einfach eher dunkler sind, sage ich mal. Also, weiß ich nicht. Wie soll ich euch das erklären? Das ist wirklich schwierig. Ja, es gibt auf jeden Fall nichts, was es nicht gibt. Ihr könnt euch das ja mal angucken, wenn ihr wollt. Aber Vorsicht, Suchtgefahr. Ja, es geht ganz schnell. Ich habe die letzten 2, 3 Tage damit verbracht, zu lesen. Und zwar, wie ich auch schon bei Instagram gesagt habe, eben vermehrt zu Bloodlines und Vampire Academy. Wobei Vampire Academy weniger als Bloodlines. Ja, ich bin ein absoluter Bloodlines-Fan. Wer es noch nicht gewusst hat, ich lese die Bücher jetzt gerade nochmal. Beziehungsweise lese ich sie zum ersten Mal. Ich habe ja nur die Hörbücher gehört. Ich lese sie auf Englisch. Ich habe auch die Hörbücher auf Englisch gelesen. Nee, gehört. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Würde ich auch allen von euch vielleicht empfehlen, selbst wenn ihr nicht so gut in Englisch seid, versucht das doch einfach mal, so ein Buch auf Englisch zu lesen. Das sind ja eigentlich, sag ich mal, eigentlich Bücher, die eher für ein jüngeres Publikum geschrieben sind. Auch mein Dekolleté, die eher für jüngere Leute geschrieben sind. Darum ist es von der Sprache her eben auch nicht so schwer, hinterherzukommen.
Und ja, man versteht eigentlich, also ich verstehe mittlerweile eigentlich alles. Ich schaue auch meine ganzen Serien und Filme ja immer auf Englisch. Aber selbst wenn ihr eben nicht so gut in Englisch seid, wird es immer leichter, je mehr ihr lest. Und selbst wenn ihr mein Wort nicht versteht, ist das auch kein Problem, weil vom Kontext her versteht ihr trotzdem, was gemeint ist. Und ja, vielleicht seid ihr solche Leute wie ich, die dann trotzdem jedes Wort, das man nicht kennt, nachschlagen muss. Aber muss man ja nicht. Und ja, Plotlines ist einfach absolute Empfehlung. Ich mag es eben, wie gesagt, mittlerweile echt lieber sogar als Vampire Academy, weil Vampire Academy war cool. Möchte ich überhaupt nicht irgendwie schlecht machen. Ist auch immer noch eine meiner liebsten Büchereien. Aber man merkt eben schon, dass es für ein jüngeres Publikum geschrieben ist und irgendwie ist Bloodlines ein bisschen erwachsener. Ich sag's mal in Anführungszeichen, ja. Es ist irgendwie ein bisschen ernster und schöner und es ist romantisch und das. Ach. Ja, und Adrian, ja. Ja, Adrian. Gibt's noch Fans von Adrian hier unter euch? Ja, was soll ich sagen? Ich mag ihn lieber als Dimitri mittlerweile. So, jetzt habe ich aber genug geschwafelt. Wie gesagt, mein Tipp: lest Bloodlines und Vampire Academy doch. Und geht auf fanfiction.net. Schreibt mir bitte gerne alle Kürbisrezepte, die euch einfallen, unten in die Infobox. Nicht in die Infobox, in die Kommentarbox. Und vielleicht ist ja was dabei, was ich nachmache. Dann werdet ihr das natürlich live erfahren. Entweder ich mache ein Video dazu oder ich poste eben dann bei Instagram. Und werde dann auch berichten, ob es mir geschmeckt hat. Falls es mir nicht schmecken sollte, bitte nehmt das nicht persönlich. Es liegt wahrscheinlich dann einfach nur daran, dass ich kein großer Kürbisfan bin. Und genau. Ich werde mich jetzt noch hinsetzen, meine neue Woche für meinen File Effects gestalten. Werde dann natürlich auch wieder die Kamera mit dabei haben, weil ich es ja letzte Woche vergessen habe, ich Trottel. Und das wird es dann nachher auch noch geben. Mal gucken, welches Video davon ich zuerst mache. Hochlade. Dieses oder das File Effects-ing. Wahrscheinlich dieses, weil man kann das hochladen, während ich das andere drehe. Das andere kommt aber dann auch allerspätestens morgen. Und ja. Genießt den Restsonntag. Ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee machen, den ich nämlich vergessen habe, hier mitzubringen zu meinem Sonntagsplausch. Und ja, so sieht's aus. Fällt mir noch irgendwas ein? Lasst mich kurz überlegen. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas. Nee, ich glaube nicht. Habt ihr Serientipps für mich? Vielleicht mal so am Rande. So, ja, das war's dann schon. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Dieses dumme Stativ, das ist echt unglaublich.